Hi, mein Name ist Enis Ayari, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Kiel und bin der Erfinder und Gründer von Bumply. Der leidenschaftliche Fußballer powert sich hobbymäßig gerne beim Sport aus. Die beste Beschäftigung, den Kopf freizukriegen, ist unter anderem Fußball. Das habe ich früher auch im Verein gespielt, mittlerweile aufgrund von Zeitmangels nicht mehr. Und tue dies deswegen nur noch unregelmäßig mit Freunden, aber es reicht, um den Kopf noch freizukriegen. Denn inzwischen steht bei Enis die Familie im Vordergrund. Sie ist sein Ein und Alles. Ich bin Vater eines wunderschönen Sohnes und das macht mich überglücklich. Das ist einer meiner größten Wünsche, die in Erfüllung gegangen sind. Mama und Papa kümmern sich natürlich auch nachts um ihren Sprössling. Mittlerweile kriegt unser Sohn auch die Flasche und natürlich muss ich auch hin und wieder mal hingehen und ihm die Flasche zubereiten. Und es ist unglaublich ärgerlich, nachts das Licht anzumachen und dieser Schlaftrunkenheit von diesem Grellen nicht gestört zu werden. Und ich dachte mir, da muss was Besseres für geben, als das Festlicht anzumachen. Da lässt sich Abhilfe schaffen, dachte sich der 32-Jährige und begann mit der Entwicklung einer Idee. Also zunächst einmal hatte man natürlich Bilder im Kopf, wie so ein Produkt aussehen könnte. Zunächst waren da ganz andere Konstrukte in meinem Kopf. Bis ich angefangen habe, mir 3D-Modelle zu zeichnen am PC, diese dann mit meinem 3D-Druck ausgedruckt habe und eine gewisse Vorstellung gefunden habe, wie es haptisch auch schön ausschauen kann. Die Idee setzte Enis schnell professionell um. Mittlerweile gibt es Bumply in vielen Farbvarianten. Bumply ist eine Erfindung für die wichtigsten Menschen in unserem Leben, unsere Kinder. Es ersetzt nicht nur das Nachtlicht, sondern erleichtert besonders jungen Familien die Nächte. Guter Schlaf ist bekanntlich kostbar. Deshalb ist der Kieler sehr stolz auf das, was er geschaffen hat. Ich habe viel Zeit und viel Geld in Bumply investiert und das finale Produkt ist überwältigend. Ich weiß nicht, wie ich es verbessern sollte. Es ist Zeit, in die Haushalte zu kommen und als Erstausstattung für Familien zu gelten. Und ich bin mir ziemlich sicher und hoffe, dass Bumply das Ding des Jahres wird. Überwältigend und nicht zu verbessern. Was will man denn mehr von der Erfindung? Hier ist Enis Ayari. Meine Damen und Herren, ich habe das weltweit erste Nachtlicht für Baby- und Kinderflaschen entwickelt. Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Wir haben die Silikonhülle, die elastisch ist, schadstofffrei, BPA-frei, kann bedenkenlos von unseren Kindern in den Mund genommen werden. Und die wiederaufladbare LED-Einheit, die einfach in die Silikonhülle gestülpt wird und wie hier in unserer Bumply-Flasche einfach übergestülpt wird, eingeschaltet wird und wir haben ein Nachtlicht. Meine Lieben, wieso ich jetzt nicht mit der Kinderflasche angefangen habe, sondern mit der halben Literflasche, ist der Grund, weil bevor Bumply überhaupt in Kinderhände gelangt, hat wahrscheinlich erstmal die schwangere Mutter, die schwangere Frau was davon, die werdende Mutter. Denn bekanntlich sollte eine schwangere Frau viel trinken. Und Bumply mit dem Nachtlicht, mit der Nachtlichtfunktion, ist halt der ideale Trinkreminder, dass die Mutter nachts daran erinnert wird, zu trinken. Und spätestens, wenn das Kind da ist und gestillt und gewickelt werden muss, hilft die zweite Leuchtfunktion, die einen integrierten Timer hat, ideal dazu, das Kind zu stillen und zu wickeln. Und ich bin selber erst gerade Papa geworden, wie ihr gesehen habt, und ich weiß, dass meine Frau kaum Hände zur Verfügung hat. Deswegen hier die ideale Schlaufe, um mit dem Kind eventuell zum Wickeltisch zu laufen und ausreichend Orientierung zu haben, ohne das Licht anzumachen und das Kind und sich selbst im Schlaf zu stören. Ja, nicht zu vergessen, Bumply ist eine Kindermarke. Und jetzt geht's los mit der Säuglingsflasche. Auch hier, wir stülpen die Flasche, den Bumply über die Flasche. Schalten Bumply ein und können in der Nacht, wenn das Fläschchen zubereitet werden muss, das Fläschchen zubereiten, ohne das Festlicht anzumachen. Ich gehe einen Schritt weiter. Das Kind wird älter. Wir kriegen, oder das Kind kriegt seine erste Trinklernflasche. In diesem Video beispielsweise sieht er meinen Sohn, wie er seine ersten Trinklernerfahrungen macht und hier über den auslaufsicheren Becher mit dem Nachtlicht von Bumply trinkt. Das Besondere dabei ist, dass wir beobachtet haben und Kundenfeedbacks uns bestätigt haben, dass Bumply zum Trinken animiert. Was ich sehr gerne auch noch sagen möchte, ist, ich bin mir ziemlich sicher, eines der besten Nachtlichter der Welt erfunden zu haben. Ich liebe, dass du selbstbewusst bist. Dieses Selbstbewusstsein kommt nicht, weil ich von dem Produkt überzeugt bin, sondern all diese Kundenfeedbacks, die ich regelmäßig reinbekomme, Dankeschreiben und wirklich die Bestätigung von Eltern, dass sie ruhigere Nächte haben, ermutigt mich, motiviert mich noch viel mehr, dieses Produkt
so herzhaft, wie ich sie präsentiere, euch darzustellen. Es ist mir eine große Ehre, hier zu stehen, vor so einem Millionenpublikum präsentieren zu dürfen und euch mein erfundenes Produkt vorstellen zu dürfen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe natürlich auch was für die großen Kinder mitgebracht. Oh, es zischt. Einmal das Licht aus, bitte. Joko, Lena, Lea, Hamburg. Für euch ein leckeres Bierchen. Wir dürfen im Dienst nicht trinken. Das ist wie bei der Polizei. Auf dem Tisch, der sieht gut aus. Okay. Alkoholfrei bestimmt. Sehr gut aus. Könnt ihr euch gerne abholen und dabei auch direkt mal testen und anfassen, was Annies hier erfunden hat. So. Hallo. Hi, bist freut du mich. Happy? Sehr gut. Bist du glücklich? Oh. Ja, ich glaube, wow. Du bist erleichtert, ne? Ich bin erleichtert, wirklich. Ja. Vielen Dank. Hi, freut mich. Hi, hallo. Lea, hi. Hallo. Hallo, vielen Dank. Ich finde es echt ziemlich gut. Wie stark stört es die Kinder, wenn das sozusagen, weil die Flasche ist ja immer in Greifnähe, wie stark stört es die, wenn die jetzt hier so schlafen wollen und hier das Licht so herkommt? Tatsächlich ist das Licht extrem schwach auf erster Lichtstufe. Es kam jetzt bei 3000 Bestellungen zwei Anfragen rein, dass sie gesagt haben, du, das Licht ist auf erster Licht ein bisschen zu stark. Aber ich kann euch versprechen, nach der Show haben wir eine neue Produktion da liegen, die auf der ersten Stufe so schwach ist, dass sie niemanden stört. Und zum Angebot von 3 für 2 für euch zur Verfügung stehen sein wird. So, jetzt ist gut. Das ist wirklich, wirklich. Wow. Ich glaube, Annie geht danach in die Politik. Ne? Wie lange hält so ein Licht? Die erste Lichtstufe hält 48 Stunden. Ihr werdet bemerken, dass die erste Lichtstufe doch viel länger hält, und zwar ca. 100 Stunden. Ich werbe aber mit 48 Stunden, um auch noch 2 Jahren ausreichend Leuchtstärke garantieren zu können. Okay. Wie lange ist eine Nacht? Ungefähr 48 Stunden? Das wirkt aber cool, muss man schon sagen. Ja, wirklich. Das ist so simpel abermals. Ne? Und aufladbar ist es auch. Überhitzen kann es auch nicht. USB aufgeladen. Und natürlich haben wir auch schon die Verpackung mit dem Das Ding des Jahres-Logo fertig. Damit ihr es nachher in den Regalen im Einzelhandel hoffentlich zu kaufen bekommt. Mhm, da ja, wird das ist Marketing. Guter Verkäufer. Ja, das ist wirklich. Vielen Dank. Habt ihr noch eine Frage abschließend? Ja. Was kostet es denn? Sehr gute Frage. 1000 Euro. Aber nur. Ich stelle mir die Gegenfrage. Was wäre es dir wert? Was wäre mir eine ruhige Nacht? Du hast ja selber zeigt, ne? Ja. Unbezahlbar, glaube ich, ne? Ich würde da auf jeden Fall mit unter 10 Euro rechnen. Unter? Der UVP-Preis liegt bei 24,99. Aber in unserem Online-Shop wird es ewig für 19,99 geben. Mit der 3-für-2-Aktion liegen wir bei ca. 16,66 Euro. Okay. Dann haben wir alle Details geklärt. Vielen Dank euch und Annies. Danke dir. Nimm einen mit und nimm bitte Platz. Annies. Dankeschön.